Jetzt hat uns der Winter so richtig im Griff, oder? Ja, wir freuen uns gemeinsam auf die kalten Temperaturen, auf die Vorweihnachts- und die Weihnachtszeit. Aber gerade wenn wir dann auch mit dem Auto unterwegs sind, Sie wahrscheinlich dann auch. Man muss ja einiges an Einkäufen noch erledigen. Vielleicht haben Sie auch eine Urlaubstour geplant mit dem Auto. Da sollten Sie natürlich darauf achten, dass Sie immer sicher unterwegs sind. Und man muss das Auto natürlich auch abends mal abstellen. Und wenn es dann so richtig bitterlich kalt wird, hatten Sie schon ein paar Male, dann ist natürlich das Wetter auch dafür verantwortlich, dass das Auto mal so richtig eineist. Wir warten noch auf den Schnee, der dann kommt. Oh, ne? Das wird richtig kalt. Aber ja, da haben wir die richtigen Produkte für Sie, damit Sie sicher durch den Winter kommen und vor allem auch komfortabel. Das stimmt. Wir haben gerade auch in der kalten Jahreszeit mehrere Probleme mit der Windschutzscheibe. Schmutz und Eis, das sind eigentlich die zwei Hauptprobleme und die zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie die kurzfristig lösen können. Wir gehen mal an unser Auto und das ist jetzt schon mal winterlich gerüstet, auch wenn das Dach offen ist. Lassen Sie sich von dem jetzt nicht, das ist ein Cabrio, lassen Sie sich von dem nicht irritieren. Das habe ich nur gemacht, dass wir nachher im Inneren ein bisschen mehr Licht haben. Aber hierum geht es jetzt. Das ist eine Windschutzscheiben-Eisschutzfolie, die mich jetzt schützt, dass ich morgens nicht kratzen muss. Das ist schon mal eine unglaubliche Zeitersparnis. Aber hier haben wir ganz, ganz viele Optionen. Ich habe gerade auch gesagt, Schmutz ist eine Option. Und was wir alle kennen, ist, wenn zum Beispiel der Scheibenwischer leicht vereist ist. Da reicht ein Eiskörnchen. Und wenn ich dann den Scheibenwischer anmache in dem Schmutz, dann heißt es, dann habe ich Schlieren auf der Scheibe. Dann will ich das Wischwasser drücken. Und wenn ich Pech habe, sind auch die Düsen hier vereist. All das passiert hier nicht, weil es geschützt ist. Sie sehen, das geht nicht nur über die Windschutzscheibe, sondern bis runter über die Scheibenwischer. Weil hier haben wir die Scheibenwischer und die Spritzdüsen. Und die sind jetzt absolut geschützt. Das heißt, ich habe keine Riefen, sondern ich mache das später runter. Was Sie jetzt vielleicht gesehen haben auf den ersten Blick, ist hier, dass es wunderbar hält auf der Motorhaube und zwar durch Magnete. Das sind oben als auch unten Magnete, insgesamt 6 Stück. Und die sorgen jetzt für einen bombensicheren Halt, auch wenn mal ein Wind oder ein kleiner Sturm kommt, kein Problem. Die Schutzfolie ist geschützt. Jetzt gibt es ja immer so ein paar Spaßbolte in der Nachbarschaft, die dann sagen, oh, schöne Eisschutzscheibe, die nehme ich mir doch gerade mal mit und nehme sie mit heim. Das geht hier auch nicht, weil die ist intelligent gemacht. Die hat Öhrchen. Ich sage immer Öhrchen dazu. Und wenn wir jetzt mal, Sie sehen, da kann sie ziehen, wie sie will. Wenn wir mal die Türe aufmachen, Kadi, mach du mal die Türe auf und zeig mal diese kleine Lasche. Ich sage Öhrchen dazu. Die fällt von ganz allein hinein. Ja, Sie sehen das? Das fällt hinein, lass mal fallen und jetzt wieder Türe zu. Das ist beschwert hier unten, ne? Da richtig, ist ein Gewicht genau drin. Sehen Sie das? Sobald du das auflegst, fällt die von ganz allein hier in die Türe rein. Jetzt machst du die Tür zu. So, und jetzt ist es gegen Diebstahl, gegen Wind und gegen Wetter geschützt. Jetzt, wie schützt uns das Ganze? Jetzt kann ich hier im Studio natürlich keinen Schnee oder Eis simulieren, aber ein bisschen Schnee machen kann ich. Und ich habe hier extra so ein Schneespray und jetzt machen wir uns mal ein bisschen Schnee hier drauf. Ja, und zwar, Vorsicht, Kathi, dass ich dich nicht voll mache, jetzt machen wir alles Schnee. Die ganze Scheibe. Ja, und das ist jetzt nicht nur weiß und nichts mehr zu sehen, sondern natürlich auch nass auf die Dauer. So, reicht jetzt mal zum Simulieren. Jetzt ist alles vereist. Aber was ist mit der Scheibe passiert? Natürlich nichts. Und jetzt bitte ich dich doch mal von deiner Seite hoch zu lupfen, weil ich habe da mal so ein kleines Papiertüchchen versteckt. Haben wir vorhin vielleicht schon mal eine Ecke gesehen. Nimm das mal raus. Nimm es mal raus. Ist es schmutzig? Ist es nass? Nein. Es ist trocken. Und genau so bleibt auch Ihre Scheibe komplett geschützt gegen alle Witterungseinflüsse. Ob total das trocken. Schnee ist, ob die Scheibe komplett sauber. Wir können hier jetzt gerne mal hochgehen. Sehen Sie das? Komplett sauber, komplett trocken. Keinerlei Arbeit. Und die Scheibenschutzfolie, das zeigen wir Ihnen am Ende, kommt, wenn sie runtergemacht wird, in eine wasserdichte Schutzhülle. Die können Sie also problemlos bei sich wieder ins Auto, in den Fußraum hineinmachen und am Abend wieder draufspannen. Innerhalb von 30 Sekunden zu installieren, innerhalb von 30 Sekunden zu deinstallieren und was ich mir dafür Ärger spare. Nochmal, die Scheibe ist, egal wie groß sie ist, immer frei, weil wir haben das sehr, sehr großzügig. Sie sehen, zu zweit geht es natürlich noch einfacher, aber auch allein problemlos
möglich. Das zweite ist, die Scheibenwischer und dementsprechend auch die Wischerdüsen, also das Spritzwasser, ist absolut gegen Schnee und Eis geschützt. Das heißt, keine Riefen auf den Scheibenwischern, die Blätter bleiben sauber, die vereisen nicht und dementsprechend habe ich eine schöne Wischfläche auf meiner Frontscheibe. Und der dritte Punkt sind natürlich auch die Wischwasserdüsen. Die werden nicht vereist, das heißt, es ist ja immer schmutzig, man hat immer schmutzige Scheiben, man kann jederzeit auch dann das Wischwasser benutzen. Und sowas für 9,41 Euro ist der absolute Wahnsinn. Wir werden Ihnen jetzt zum Schluss dann natürlich noch zeigen, wenn Sie dann losfahren wollen, wie einfach das Ganze hier zu deinstallieren ist, also wie einfach zu verpacken, weil das ist auch enorm. Hier habe ich natürlich auch auf beiden Seiten das Öhrchen und Kathi wird uns jetzt die ganz einfach mal verpacken. Natürlich, nehmen Sie einfach zusammen und dann können Sie sie wunderbar einmal hier zusammenklappen. Schnee fällt natürlich dann ganz einfach runter von Ihrer tollen Folie und dann können Sie die wirklich ganz klein und kompakt einmal wieder zusammenrollen, zusammenpacken. Und selbst wenn die jetzt feucht ist oder nass oder dreckig, Sie haben so ein kleines Beutelchen im Lieferumfang mit dabei und da können Sie die dann problemlos eingerollt wieder reinpacken. 9,41 Euro, also eine ganz, ganz tolle Sache, kommt in das Beutelchen und das Beutelchen machen Sie dann in Ihr Auto rein. Sie sehen, das passt da perfekt rein und da können Sie das Beutelchen auch zuziehen und das packen Sie dann alles in Ihr Auto rein, sodass das im Auto auch geschützt ist. Sie sehen das, da ist nichts nass, da kann gar nichts passieren. Das kann ich jetzt hier selbst an meinem Kleidung perfekt zum Beispiel dran machen. Da ist nichts dreckig, nichts schmutzig, gar nichts. Sie sehen, da passiert wirklich überhaupt nichts, weil das perfekt ist. So, wir haben aber noch was Schönes. Das ist was zum Schwärmen. Da könnten wir eine Stunde drüber reden. Aber das hier, das habe ich bei mir im Auto im Seitenfach. Das ist unser Windschutzscheibenwunder. Und gerade jetzt im Winter, man fährt ja viel mit Licht, weil es früh dunkel wird, spät hell wird. Und dann sieht man oftmals, die Scheiben sind schmutzig. Und wer mal von innen die großen Windschutzscheiben gereinigt hat, der weiß, wie man sich normalerweise dabei verrenkt. Ich zeige Ihnen jetzt, wie man von innen problemlos reinigt. Kathi wird das Ganze von außen machen. Das hier ist ein Mikrofaserpad, da kommt auch noch ein Ersatzpad dazu. Und ich setze mich jetzt einfach mal ins Auto und zeige Ihnen, dass ich, ohne mich anzustrengen, wirklich überall hinkomme. Du darfst mal die Seitenscheiben machen. So, ein bisschen Putzmittel, das ist mit im Lieferumfang enthalten. Und jetzt schauen Sie mal, oben bis unten. Hier, von links nach rechts und ich hole mir kein steifes Genick oder keinen steifen Hals, ich hole mir keinen Hexenschuss. Das mache ich ganz bequem. Und auch wenn man die Scheiben beschlagen sind, ist das übrigens unglaublich hilfreich. Das können Sie mir glauben. Holen Sie sich das für wenig Geld. 3,71 Euro ist kein Geld. 3,71 Euro mit der SD505 und da gleich zugreifen. 3,71 Euro, unser Windschutzscheibenwunder, macht richtig viel Spaß. Also damit kann man wirklich perfekt sämtliche Scheiben reinigen. Vorne natürlich die Windschutzscheibe innen und außen. Eine ganz, ganz geniale Sache für 3,71 Euro. Kommt mit diesen Mikrofasertüchern, da sind zwei mit dabei. Und auch mit dem kleinen zusätzlichen Spray zu Ihnen nach Hause. Gehört in jedes Auto, gerade natürlich auch ins Handschuhfach, um die Scheibe zwischendurch immer mal sauber zu machen. Auch für Seitenscheiben natürlich bestens geeignet. Und wir haben noch mehr für Sie, weil Sie haben das vielleicht schon mal erkannt, dass wenn man im Auto sitzt, dass die normale Heizung es nicht schafft, das Auto irgendwie aufzuheizen, gerade wenn da auch zusätzlich mal Feuchtigkeit ins Auto gelangt ist. Gerade wahrscheinlich auch die einen Diesel fahren, werden das kennen, dass die normale Heizung nicht so leistungsstark ist, um das Auto direkt auch warm zu bekommen. Und da haben wir eine Zusatzheizung für Sie im Programm. Ja. Also wirklich was ganz, ganz Tolles. Ralf holt es direkt mal und kann es Ihnen zeigen. Bevor wir die einbauen, möchte ich sie Ihnen natürlich theoretisch mal zeigen. Das ist sie. Hier natürlich 12-Volt-Anschluss, 130 Watt, technische Daten. Aber ich kann die ganz einfach jetzt aufs Armaturenbrett stellen und dann natürlich das Freimachen der Scheiben, also enteisen oder auch wenn sie angelaufen sind, extrem beschleunigen. Ich habe eine Beleuchtung und ich habe noch was ganz Tolles. Siehst du diesen Griff? Ja. Da denkt man im ersten Moment, warum habe ich da jetzt einen Griff? Das steht doch. Aber wenn du jetzt als Fahrer da sitzt, und das hat jeder schon mal erlebt, die Seitenspiegel sind auch zu. Dann machst du einfach mal das Fenster runter und fährst hier über die Seiten oder auch
innen über die Scheiben oder entlang und dann stellst du es aufs Armaturenbrett. Und wie einfach das zu installieren ist, zeige ich Ihnen jetzt. Ich gehe jetzt ins Auto, stelle das ganz einfach mal nach vorne und Sie sehen ein lang genuges 12-Volt-Kabel. Das kommt natürlich jetzt in die 12-Volt-Steckdose, ja, hier rein und jetzt in die 12-Volt-Steckdose. Jetzt müssen Sie natürlich die Zündung anmachen. Bei den meisten Autos geht die nur, wenn die Zündung läuft. Und jetzt sehen wir hier da erstens mal eine Beleuchtung und jetzt schalte ich die Heizung ein. Und das sehen wir auch gleich durch ein kleines Lichtchen vorne, das Rotlicht. Und jetzt hier platziert, dann wird ganz ruckzuck meine ganze Scheibe hier freigemacht. Kugelkopfprodukt, hier Kupplung unten, das heißt, ich kann das auch einrichten und so, gerade wenn man morgens steht, da braucht es oftmals sehr, sehr lange, bis so eine Scheibe frei ist, setzen Sie das ein. Wir sind flexibel, es hier einzusetzen, Beifahrerseite, wir können aber auch die Seitenscheiben hiermit kurz mal bearbeiten und so eine Zusatzheizung für gerade mal 12,26 Euro, also ich glaube, da muss man nicht lange überlegen, das holt man sich einfach. Gerade auch bei älteren Autos, ne, ist das eine super Sache. Es gibt so viele Autos, die durch die Feuchtigkeit jetzt richtig beschlagen. Immer die Scheibe ist vorne nass und bei den kalten Temperaturen eist die dann ja auch schnell mal ein. So eine Zusatzheizung ist genau das, was man da braucht. Kennen Sie das? Eine Scheibe von total feucht beschlagen und da hat man immer irgendwelche Schwämme oder sowas und versucht, diese Feuchtigkeit einzufangen. Nein, Zusatzheizung, 12,26 Euro, unsere NX9397 und die 569, das ist die Rettung. Vielleicht haben Sie auch Kinder oder Enkelkinder, die so ein älteres Auto haben, die auch immer das Problem haben mit diesen beschlagenen Scheiben und die sowas brauchen könnten. Bestellen Sie das für die doch bitte gleich mit, damit die auch sicher unterwegs sind, weil es gibt nichts Gefährlicheres und Schlimmeres als eine bedeckte Scheibe. Das macht unsichere Fahrt aus. Gerade die Sichtverhältnisse müssen gut sein während der Fahrt, weil sonst kann da sonst was passieren. Nicht ohne Grund soll ja auch immer die Scheibe vorne wirklich dann frei sein. Ne? Man soll nicht mit irgendwie einer halb gekratzten Scheibe irgendwie losfahren. Ist auch verboten. Ja, ja, ist verboten. Ganz klar. Deshalb bitte da für gute Sicht sorgen während der Fahrt. Und wir haben noch was Schönes für Sie, das wir Ihnen zeigen wollen, denn es ist wirklich ja bitterlich kalt zum Teil und da soll man sich ja auch richtig wohlfühlen, wenn man fährt. Ich bin in der glücklichen Lage, dass mein Auto eine Sitzheizung hat. Und wenn ich jetzt als morgens ins Geschäft fahre, ich habe genau 8,4 Kilometer von meinem Wohnort hier ins Studio. Bis dahin wird hier direkt vor dem Tor wird die Heizung langsam warm. Aber ich habe Sitzheizung. Und wenn ich die einschalte, wird es innerhalb von Sekunden kuschelig warm und ich fahre im Warmen ins Geschäft. Und sowas können Sie auch haben, wenn Sie es nicht vom Serientyp drin haben, also schon automatisch als Option eingebaut. Und zwar sehen wir das hier. Das ist eine zusätzliche Sitzheizung, die ich jetzt auf jeden Autositz ganz einfach drauflegen bzw. spannen kann. Wir sehen hier oben schon an der Form, das ist oben. Dann wird es hier ganz einfach über den Sitz gespannt mit diesen beiden Spanngummis und unten auf den Seiten festgeschnallt. Das ist eine Sache von 3 Minuten. Und jetzt sehen wir hier Heizelemente einmal am Rücken und dann natürlich auch am Gesäß. Und den jetzt einfach in die 12-Volt-Steckdose rein. Und schon habe ich 2 Temperaturstufen zur Auswahl. Ich habe da mal auf dem Beifahrersitz auch das schon installiert. Das war eine Sache von 3,5 Minuten. Dann war das. Jetzt brauche ich es nur noch einstecken und habe dann immer einen warmen Popo, egal wie kalt es draußen ist. Und vor allem für mich auch wichtig, dass die Rückenpartie hier richtig geheizt wird. Weil ich bin so einer, ich habe ab und zu mal Rückenprobleme. Und wenn ich friere, dann verkrampft sich mein Rücken und dann bekomme ich Rückenschmerzen. Ja. Und deshalb mache ich immer, sobald es kalt ist, die Sitzheizung. Das habe ich aber auch. Und dann habe ich das nicht mehr. Und wenn Sie keine Sitzheizung im Auto haben, dann holen Sie sich so eine Sitzauflage. Die ist in 3 Minuten installiert. Sie müssen nur noch den 12-Volt-Anschluss einstecken in die Steckdose und da sehen Sie, der passt sich toll an, der sitzt super und das Kabel unmerklich hier und dann einfach eine der 2 Temperaturstufen auswählen und dann kann es kalt sein, wie es will. Sie haben es in wenigen Sekunden, wenn Sie losfahren, haben Sie es kuschelig warm, zumindest von unten heraus und ich finde, das ist Luxus, den man sich heutzutage gerne mal leisten darf. Für 28,41 Euro ist das wirklich was ganz, ganz Tolles, ja. Und ich habe das auch gerade bei längeren Fahrten, dass man dann so ein bisschen verkrampft auch, diese Wärme, die lockert einen dann auch. Da fährt man viel, viel komfortabler. Ja, für
28,41 Euro. Greifen Sie dazu für sich, für den Beifahrer vielleicht auch, also gleich zwei bestellen. Da kann man ja so einen Adapter auch einstecken, richtig, einfach. Genau. Ne? Und dann macht man da gleich zwei rein, dass man da auch gleich zwei hat. Und was auch wichtig ist, ja, was man auch bedenken muss, das schont ja auch die Sitze. Das ist ja gleichzeitig auch Sitzschonend. Früher hat man als nur Schonbezüge drauf gemacht. Die haben, glaube ich, schon mehr Geld gekostet als jetzt das Ganze mit integrierter Sitzheizung. Ja. Da hast du absolut recht. Also tun Sie sich und auch, wenn Sie eben oft einen Beifahrer dabei haben, holen Sie zwei, machen Sie es auch auf den Beifahrertisch. Aber das ist eben ein Produkt, was begeistert. Und ich weiß, dass optional eine Sitzheizung schon mehrere hundert Euro kostet. Ja, da sind halt beide schon mit drin. Aber hier 28,41 Euro, rechnen wir es um, 56,82 Euro für beide. Ich glaube, das sollte uns ein warmer Hintern und ein warmer Rücken im Winter wert sein. Gleichzeitig werden die Sitze noch geschont. Sie haben so ein bisschen diesen sportlichen Look auch, weil das macht die Sitze ja auch so ein bisschen sportlich. Sieht ja dann toll aus, als ob man so ein bisschen sportliche Sitze hätte. Ne? Also ist ja quasi 3 in 1. Unsere NC 54 ist 75 und die 569, die Bestellnummer für die Sitzauflage. Und dann hat Ralf uns jetzt zum Ende der Sendung noch einen Retter mitgebracht. Ja, das ist der, wirklich ein Retter. Der kann so viel, also da erstmal hier wunderbar zum Mitnehmen. In diesem Köfferchen, im Handschuhfach, unterm Sitz oder im Kofferraum. Das ist eine Powerbank. Ja, eine Powerbank kennen wir alle. 12.000 mAh Kapazität, also ein Smartphone, von mir aus auch zwei gleichzeitig. 6-mal aufladen. Das können wir hier. Aber die kann noch viel mehr. Und jetzt geben wir wirklich Gas. Ich schalte die mal ein. Dann sehen wir, die ist hier voll geladen. Da sehen wir, wie voll sie ist. Und hier drüben sehen wir noch eine Voltzahl. Sehen Sie die? 12, 16, 19 Volt. Hier kann ich über diesen Stecker auch jeden Laptop wieder aufladen oder betreiben. Das ist was Besonderes. Aber ja, 8 Adapter sind dabei für alle gängigen Laptop-Marken. Das Verbindungskabel auch. Also unterwegs auch mal einen Laptop laden. Aber was jetzt wichtig ist beim Auto, und das könnte für viele wirklich die Rettung in letzter Sekunde sein, das ist das hier. Das mache ich jetzt mal auf und Sie sehen, das ist sogar beschriftet, wie man es aufmacht, und da kommt jetzt ein Stecker. Und wenn ich da jetzt den Adapter reinstecke, dann wissen Sie mit Sicherheit auch, worum es geht. Und warum das der Retter ist in der Not, weil das ist wirklich eine Sensation. Ich darf es dir mal geben, ich mache jetzt mal die Motorhaube auf, weil wir kennen das alle, morgens ist die Batterie leer. Ja? Hat jeder schon mal so ein Auto gehabt und dann, was rufe ich? Taxi, den Nachbarn, guten Freund, den ADAC. Irgendjemand muss kommen. Ist mit Zeitaufwand und auch mit sehr viel Schmutz und unter Umständen auch mit Geld hier verbunden. So, jetzt müssen wir den nur aufmachen. Kleinen Moment, da geht er auf. Dann sichern wir natürlich, wie immer, unsere Motorhaube, dass er uns nicht auf den Kopf fliegt. Wo ist es denn? Da ist es. So, gesichert. Und jetzt gehen wir mit der Powerbank an die Batterie und schließen das an. Kann man nicht falsch machen. Rot ist... sensationell, ja wirklich. Also falls Ihr Auto mal nicht anspringt morgens, können Sie sich mit dieser Powerbank selber Starthilfe geben. Ja, das geht. So. Das ist ein Knaller. Angeschlossen ist es innerhalb von wenigen Sekunden. Und jetzt habe ich hier durch diese Powerbank einen Spitzenstrom von 400 Ampere. Und das reicht, den gibt es bis zu 3 Sekunden. Das reicht, um ein Auto, das funktioniert an sich, das nur eine schwache Batterie hat, zu starten. Und das ist der Retter in der Not. Einmal Zündschlüssel umgedreht, Auto läuft, dann hänge ich das wieder ab, ganz normal. Und lass das Auto aber bitte laufen, weil dann übernimmt ja wieder die Lichtmaschine, die die Batterie wieder auflädt. Aber das hier... das könnte die Rettung in der Not sein. Eine Powerbank, die meiner Meinung nach in jedes Auto gehört, zumindest in jedes, das schon mal gewackelt hat oder wo man morgens als Angst hat, hoppla, springt mein Auto an. Hier in der Firma schon mehrfach erlebt, hier gibt es auch so ein paar Privatautos, und dann ist so eine Powerbank Gold wert, und die müssen Sie sich auch unbedingt holen. Einfach mal, ich sage ja schon mal im Voraus, weil man voraussichtig ja ist, ins Handschuhfach legen. Wenn es nur Ihr Smartphone damit aufladen, alles okay. Wenn Sie Ihren Laptop damit aufladen, geht mit einer anderen Powerbank nicht. Aber wenn Sie da mal liegen bleiben, beziehungsweise morgens Ihr Auto nicht anspringt, dann werden Sie sagen, Mensch, Gott sei Dank habe ich im richtigen Moment eine solche, wirklich sehr intelligente Powerbank mir zugelegt. Für 75,91 Euro ein richtiger Alleskönner. Also für natürlich alle elektronischen Geräte, die per USB geladen werden, Smartphone, natürlich auch diese kleinen Feuerzeuge und, was es gibt. Ne? Also Sie können damit natürlich das alles aufladen, aber halt auch Laptops, Notebooks aufladen und sich selber Starthilfe geben. Und das ist wirklich manchmal ganz toll. Manchmal hat man ja auch so komisch eingeparkt, dass man da gar nicht richtig rauskommt. Da könnte gar kein anderes Auto Starthilfe geben.
Richtig, da musst du erstmal rumschieben. Aber hier sehen wir noch eine Zusatzoption, nämlich diese wunderbare entweder Taschenlampe, Blinklicht, langsam oder hier sogar SOS. Wenn du mal eine Panne hast, kannst du sowas ohne Probleme aufs Auto legen. Einfach hier auf dem Anknopf ein klein wenig länger draufbleiben, dann haben sie die Taschenlampe. Einmal kurz drücken, das Blinklicht, das Stroboskop und nochmal dann SOS. Also du siehst, das geht unglaublich einfach alles hier mit dieser Powerbank. Die gehört meiner Meinung nach wirklich in jedes Auto. Und ich glaube, mit den Produkten, die wir jetzt gerade gezeigt haben, kommt man auf jeden Fall sicher und mit guter Sicht durch den Winter. Ja, ne? Da rüsten Sie sich aus und dann wünschen wir Ihnen eine richtig, richtig gute und vor allem sichere Fahrt. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Also gleich mehrmals bestellen, die tolle Folie für die Scheibe auf jeden Fall, damit Sie gut durch den Winter kommen.